das Gegenmittel gegen die Angst ist nicht das Vertrauen, sondern das wirkliche Gegenmittel gegen die Angst ist die Liebe. Wer in der Liebe ist, überwindet alles. Und der hat auch keine Angst mehr. Warum breitet sich Lieblosigkeit in unserer modernen Welt eigentlich immer weiter aus? Warum macht uns das kränker und vor allem, wie können wir das ändern, damit auch gleich unsere Beziehung zu anderen Menschen entscheidend verbessern? Heute im Gespräch mit Hirnforscher, Bestsellerautor und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung, Professor Dr. Gerald Hüther. Wir durften schon mal sprechen miteinander für ein spannendes Buchprojekt und wollen heute in diesen verrückten Tagen über zwei ziemlich wichtige Sachen reden, nämlich wie wir es schaffen, endlich wieder liebevoller mit uns selbst umzugehen. Und ich möchte die Zuschauer unbedingt noch hinweisen auf ein tolles Buch von Ihnen, Lieblosigkeit macht krank, erschien letztes Jahr nach Wege aus der Angst. Was hat denn dann so ein erfahrener Hirnforscher wie Sie bei diesem Buchprojekt noch Neues über die Liebe gelernt? Also ich habe diese zwei Bücher, das über die Angst und das über die Lieblosigkeit, eigentlich als meine Antwort auf die Corona-Problematik geschrieben, weil ich damals, als es losging vor 2 Jahren, mich natürlich gefragt habe, was macht das jetzt mit unserer Gesellschaft, wenn so ein gefährliches Virus da plötzlich über uns herzieht. Und da war klar, ich muss irgendwie mich nochmal mit dem Thema Angst beschäftigen. Und da ist dieses Buch Wege aus der Angst entstanden. Und dann wissen die Wissenschaftler natürlich, dass es immer ganz einfach ist mit der Angst. Da muss man nur wieder Vertrauen haben. Also Angst geht weg, wenn man Vertrauen zurückgewinnt. Kennen Sie auch, also Vertrauen in sich selbst und so, dass man ein paar Kompetenzen hat und dann Vertrauen, dass wenn man alleine nicht weiterkommt, einem andere helfen oder jedenfalls man welche findet, die einem helfen. Und das Dritte ist dann dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Und das kann man alles schön beschreiben. Und in dem Buch habe ich dann noch einen zusätzlichen Aspekt gehabt. Das war der, dass man auch manchmal Angst vor etwas hat, was noch gar nicht eingetreten ist, sondern also die Vorstellung, es könnte so kommen, und die macht einem genauso viel Angst und ist genauso real wie die, als ob die Löwen direkt vor der Tür sitzen. Und das, dachte ich, könnte man mal zusammenschreiben, vor allen Dingen in der Zeit, wo Menschen dann natürlich sehr leicht Angst kriegen, weil ihre wichtigste Bewältigungsstrategie für die Angst darin besteht, alles kontrollieren zu wollen. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die im Machbarkeitswahn und im Kontrollwahn stecken geblieben ist. So, und deshalb heißt auch so ein Untertitel des Buches Wege aus der Angst über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens sich wieder anzufreunden. So, wir können nicht alles kontrollieren und wir müssen uns irgendwie auch mal auf das Leben einlassen und jetzt fangen wir ja sogar an zu begreifen, dass man so ein Virus nicht besiegen kann. Irgendwie muss man sich mit dem arrangieren. Gut, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Und jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema Angst beschäftige und so einfach so locker daherkomme und sage, ach, da muss man nur mehr Vertrauen haben, fällt mir ein, dass das, also spüre ich, dass das nicht alles ist. Und deshalb ist das Gegenmittel gegen die Angst ist nicht das Vertrauen, sondern das wirkliche Gegenmittel gegen die Angst ist die Liebe. Wow. Ja, und das finde ich so stark, weil das heißt mit anderen Worten, wer in der Liebe ist, überwindet alles. Und der hat auch keine Angst mehr. Und dieses Angstbuch war dann fertig und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie unvollständig. Ich kann auch die Leute nicht einfach dann mit dieser Angsterklärerei sitzen lassen. Und deshalb habe ich dann dieses nochmal angefasst und habe gesagt, okay, dann gucke ich mal, was uns denn eigentlich wirklich krank macht. Denn es könnte ja sein, dass die Liebe auch die Krankheit überwindet. Und da wurde das immer interessanter für einen Hirnforscher alle Male. Es ist ja so, dass wir in unserem Hirn Bereiche haben, weiter hinten, weiter unten,
die kontrollieren und lenken und steuern ja alles das, was in unserem Körper vor sich geht. Und da heißt die kurze Antwort, das kann es nicht, wenn es mir nicht gut geht. Und es kann es extrem gut, wenn ich einen Zustand habe, in dem ich mit mir selbst so im Einklang bin, dass ich sagen kann, ich mag mich selbst. Da ist es perfekt. Das sind nämlich Selbstheilungskräfte, da funktionieren die total gut. Und alles, was dazu führt, dass man nicht mit sich selbst oder der Welt im Einklang ist, bringt ja im Hirn alles durcheinander, kennen wir ja alle. Und auch die Bereiche, die für diese Regulation des Körpers zuständig sind. Und dann funktioniert da eben nichts mehr da unten. Und dann wird man natürlich kein Problem. Da sind wir jetzt wirklich am springenden Punkt schon, Herr Hüther. Ich habe im Übrigen heute auch ein paar Zuschauerfragen im Gepäck, die wussten, dass Sie heute mit bei uns sind, genau zu diesem Thema. Wie schaffen wir das denn aber jetzt, dass wir in diesem Wohlfühlen mit uns selber sind, wenn wir vielleicht unser Gepäck noch mitbringen aus der Kindheit? Sie sagen zwar immer, das Gehirn ist biegsam, ne? Wir können immer wieder was verändern, das ist die gute Nachricht. Oder da draußen die Welt vielleicht jetzt gerade irgendwo uns eben wieder so schlechte Nachrichten reinspült, also von Politik, Ukraine-Konflikt bis eben Corona. Wie schaffen wir denn das, was ja auch wichtig ist, wie Sie immer sagen, dass wir unser Potenzial entwickeln? Ne? Also das, was ich meine mit diesem Wohlfühlen, ist etwas, das heißt auf Deutsch Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. So, und jetzt übersetze ich das mal, was das heißt. Das ist jemand, der in seinem Leben ganz viele unterschiedliche Herausforderungen schon gemeistert hat und immer wieder auf eine unterschiedliche Art und Weise und immer wieder gemerkt hat, wow, das habe ich auch noch gut hingekriegt. Und so eine Person entwickelt so ein Gefühl, dass was jetzt auch immer noch kommen mag, ihm das auch nicht mehr umwerfen wird. So, und der sagt dann, hallo, liebes Problem, wie schön, dass du gekommen bist, mit dir werde ich auch noch fertig. Und ich werde sogar dir anschließend dankbar sein, dass du gekommen bist, weil an dir bin ich auch noch gewachsen. So, das ist Wohlfühlgefühl. Weil das ist das Lebendige, das andere ist das Bequeme. Und währenddessen mit dieser Fähigkeit, dass ich im Laufe des Lebens lerne, mich mit unterschiedlichsten Problemen so auseinanderzusetzen, dass da was Konstruktives dabei rauskommt. Das heißt im Grunde genommen, alles, was lebendig ist, versucht Energie zu sparen. Und nicht Energie so zu verpulvern. Das Hirn versucht, in einen Zustand zu kommen, auch wenn wir nicht darüber nachdenken und das nicht wollen. Es versucht es von allein. Immer wieder die Beziehung da oben so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und der Zustand, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Und das ist das, wo alles passt. Kennen Sie auch. Das ist auch so ein Wohlfühlgefühl. Ne? So, ach, und rechts und links und vorne und hinten, alles wunderbar passt das zusammen. Und meine Erwartungen an die Welt decken sich genau mit dem, was da auch auf mich zukommt. Und dann habe ich noch lauter tolle Freunde und Freundinnen um mich herum. Und in der Natur bin ich auch total drin und kosmisch auch noch angebunden. Das ist das wunderbare Wohlfühlgefühl. So, und wenn wir jetzt mal einen Augenblick, nur einen ganz kleinen Augenblick ehrlich zu uns sind, wissen wir alle, das ist Blödsinn, den gibt's nicht. Also ich sage immer, den gibt's schon, aber da erschrecke ich die Leute immer so, weil diesen Zustand werden wir erst dann erreichen, wenn wir gerade gestorben sind. Dann passt wieder alles. Aber vorher, solange wir lebendig sind, passt nie. Es kommt immer irgendwas, was uns stört. Immer irgendwas. Mache das Rollo auf und schon fällt Licht rein und schon muss mein Auge da schon wieder anfangen zu arbeiten. Ich mache so ein Gespräch mit Ihnen. Ich weiß da nicht, was Sie als nächstes fragen und schon ist wieder alles durcheinander. Also was kann man also dann machen, wenn man irgendwo hin will und es nie erreicht? Man könnte jemand werden, der auf diesem Weg immer wieder in der Lage ist, noch einen kleinen Schritt weiterzugehen. Da geht es nicht um das Erreichen des Ziels, sondern um den Weg, auf den man sich begibt. Und der heißt, ich müsste eigentlich versuchen, so viele Probleme wie möglich lösen zu lernen. Sodass ich immer wieder, dass ich jemand werde, der so, wenn es mal inkohärent ist, ich keine Panik kriege, sondern sage, okay, kriege ich auch noch hin und dann mache ich es wieder kohärenter. Wir merken, Gefühl allein reicht noch nicht für das Leben. Man müsste auch ein bisschen Kompetenz haben und man müsste sich seiner eigenen Kompetenzen bewusst werden. Sie sind ja
so ein wunderbarer Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Lebenspraxis. Wir sind ja jetzt schon gerade mittendrin. Wie haben Sie denn aber diese Zeit, diese Corona-Zeit, die uns alle so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch sagen darf, Sie haben auch gerade einen guten Freund verloren, Sie haben es auch gepostet, ne, in dieser Zeit. Wie machen Sie das persönlich dann in der Praxis, wenn man aber jetzt wirklich gerade in so einer Krise drin steckt, in der Trauer, sich vielleicht auch Gedanken um andere Menschen macht? Wie machen Sie das praktisch für sich? Ja, ich glaube, da hat jeder was anderes, aber jeder hat auf dieser Welt irgendetwas, was er tun kann, wo er sich sozusagen mit sich selbst und mit der Welt verbindet. Hm. Und da gehen manche ins Theater und manche lesen ein Buch und ich gehe dann immer in den Wald. Also ich bin sozusagen, die Natur ist für mich der Ort, wo ich mich selbst wieder sammeln kann, wo ich auch wieder mit mir selber in Verbindung komme. Und wenn man so generell fragt, wie kommt man überhaupt durch solche schwierigen Zeiten durch, dann ist natürlich der Impuls, den man sofort hat, damit das wieder Kohärenz wird. Es ärgert einen was, schon wieder eine neue Bestimmung oder irgend sowas. Und das bringt dann durcheinander. Man will das nicht, das soll endlich mal jetzt vorbeigehen. Und da ist der Impuls natürlich Widerstand. Also dann, wenn die mir schon wieder sagen, was ich machen soll, dann gehe ich in den Widerstand und im schlimmsten Fall haue ich denen einer auf die Nuss. So. Das ist wie beim Krokodil. Ich nenne das immer, das ist der einfache Modus. Ich werde angegriffen, also greife ich auch wieder an. So, und das, wir Menschen sind aber in der Lage, dieses etwas höher liegende Teil zu benutzen. Das nennt man dann Frontallappen, also das hier vorne unter der Stirn. Und da sind diese Netzwerke verankert, die man eigentlich auch nicht in der Schule unterrichten kann, die man wieder nur beim eigenen Problemlösen da oben reinkriegt. Und die bieten einem dann die Chance, dass man, das sind sogenannte exekutive präfrontale Funktion, das ist die Fähigkeit, eine Handlung zu planen. Hm. Großartig. Aber das muss ich mal irgendwann gelernt haben. Das ist die Fähigkeit, vorausschauend zu denken, also die Folgen meines Handelns abzuschätzen. Das muss ich auch machen, wenn ich jetzt nicht wie ein Krokodil gleich wieder zurückhaue, wenn mich einer ärgert. Und dann ist es auch die Fähigkeit, ein bisschen Frust auszuhalten, ein bisschen auch mal einen Impuls zu kontrollieren, der da sofort zuschlagen will, und die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und mal zu gucken, wie das Ganze aus deren Position aussieht. Mhm. Das sind wahnsinnige Fähigkeiten und die kann man alle nicht benutzen, wenn das Frontalhirn durcheinander ist. So, und wenn man jetzt Angst gemacht bekommt, dann wird man kopflos und dann sind die Leute wie die Krokodile unterwegs. Ja. Jetzt wird es dann ein bisschen schwierig. Und dann kommt es eben darauf an, dass man aus dieser schwierigen Situation hochkommt und wieder zu sich kommt. Und sie haben mich gefragt, wie ich das mache. Ich habe das ja auch. Ja. Und da habe ich gesagt, ich gehe in den Wald, aber was ich in Wirklichkeit damit gemeint habe, ist, ich versuche etwas zu tun, was mir gut tut. Mhm. Okay. Also das geht nicht um das Rezept, alle müssen im Wald, wenn es ihnen nicht gut geht. Jeder muss es für sich rausfinden, ja. Jeder muss für sich rausfinden, was ihm gut tut. Und da, das findet man nur heraus, wenn man sich ab und zu mal fragt, was das eigentlich sein könnte, was einem gut tut. Wenn man also mit anderen Worten anfängt, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Da muss man sich Zeit auch dafür nehmen. Das ist das Geheimnis. Ja, vielleicht noch nicht mal Zeit. Man muss einfach sich fragen, ob man weiter in diesem Hamsterrad oder in diesem Leid oder in diesem ganzen Gefangensein will. Das hat viel mit Freiheit zu tun. Das ist kein freies Leben, wenn ich hier umherhetze von einem Termin zum nächsten, damit ich Karriere machen kann. Das ist ja Sklavendasein. Also, und dann kann man ja auch auf die Idee kommen, hallo, vielleicht gucke ich mal, dass ich jetzt mal irgendwas mache, was mir auch mal gut tut in diesem ganzen Gehetze. Und dann fängt es an, richtig interessant zu werden, weil das ist ganz einfach. Also das fängt beim Essen an. Essen Sie doch nur noch das, was Ihnen gut tut. Und auch nur noch mit Leuten, die Ihnen gut tun. Und auch nicht mehr auf der Straße oder irgendwo, wo es Ihnen nicht gut tut. Mhm. Mein Gott, da kann man schon, auf der Ebene kann man so vieles tun, wo man sich dann hinsetzt, war toll. Und da brauche ich noch nicht über diese andere
Möglichkeit zu reden, dass man auch mit dem Fernsehen und dem Internet und den ganzen Möglichkeiten, die man da so hat, abends mal anders umgehen könnte, als man das normalerweise tut, wenn man nicht liebevoll mit sich selbst umgeht. Also ich kann mich mal wieder spüren. Ich kann auch mal was für mich tun. Ich kann in die Badewanne gehen oder ich kann ins Bett gehen und ich kann was Schönes lesen oder Musik hören oder mit meiner Frau tanzen, keine Ahnung. Also das kann ich doch alles nicht, wenn ich dauernd hier vor diesen Geräten herumsitze. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit Ihrer Frau getanzt, Herr Hüder? Vorgestern. Echt? Wirklich? Gute Antwort. Das, Sie beschreiben das gerade, ich habe das mal irgendwo in einem Zeitungsartikel von Ihnen oder über Sie gelesen, dass der Professor Hüter eine Glücksformel aufgestellt hat. Da denkt man ja jetzt an irgendeine mathematische Geschichte oder wieder aus irgendwelchen Glücksbüchern. Aber da stand einfach, sich mal diese richtigen Fragen stellen. Was will ich sein und was tut mir gut? Das, ist das jetzt auch die Antwort, wenn jetzt sofort vielleicht Zuschauer reinrufen, aber Herr Hüter, ich muss doch diesen Job machen, weil ich das Geld verdienen muss und ich mag ihn einfach nicht mehr. Sie haben eigentlich gerade die Antwort gegeben, dann auf die kleinen Dinge gucken. Wir machen es jetzt mal ganz, ganz drastisch und wir sagen mal, ich bin jetzt im Gefängnis, oder diese Fragerin, die betreffende Person ist jetzt im Gefängnis. 5 Jahre wegen irgendwas Furchtbarem, was sie da vollbracht hat. Ja. So, und da kann man sogar im Gefängnis unter diesen Bedingungen hat man immer noch die Möglichkeit, eine Entscheidung für sich zu treffen. Weil raus kann man nun nicht, das ist nun blöd. Aber man kann sich entscheiden, ob man jetzt mit dem Kopf den ganzen Tag gegen die Wand hauen will oder ob man sich auf die Kante der Pritsche setzt und sich fragt, ob es nicht unter diesen misslichen Bedingungen nicht doch irgendwas gibt, was einem gut tut. So, und dann merkt man plötzlich, da fällt einem schon was ein, wenn man will. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich kann anfangen, Gedichte zu schreiben in Gedanken. Ich kann mit mir selber Schach spielen in Gedanken. Ich kann versuchen, mich an die schönen Momente in meinem Leben zu erinnern, die ich alle so hatte, bevor ich im Knast gekommen bin. Also ich habe eine unglaubliche Menge von Möglichkeiten. Und in dem Augenblick, wo ich diese Möglichkeit nutze, und das gilt jetzt auch an der Arbeit, Sie hängen natürlich in Ihrem Hamsterrad und müssen Ihr Geld verdienen, aber es hindert Sie keiner, in den Augen, dass sich da immer wieder mal einen Augenblick was zu gönnen, was Ihnen gut tut. Also zum Beispiel ich vor dem Rechner hier, wo ich so sitze, nach 2 Stunden, wo das hinten weh tut, dann kann ich mich da wenigstens mal gerade hinsetzen. Das ist schon eine Handlung. Ja. Wow, das erfordert, wenn ich Ihnen so zuhöre, auch natürlich diese Ehrlichkeit auch mit sich selber, ne? Also, weil es fällt ja leicht, das auf die Umstände zu schieben und zu sagen, naja, der Job ist einfach scheiße und ich komme da auch nicht raus, sondern wirklich ehrlich mit sich selber zu sein und zu gucken, was kann ich tun für mich, eben in diese Fantasie. Ja, und dann kommen schon die Nachbarn oder die Kollegen und sagen, das ist aber total egoistisch, was du hier machst. Mhm. Und da muss man jetzt aufpassen, weil der Egoist, da müssen Sie dann sagen, hallo, ein Egoist braucht immer andere, damit er seine egoistischen Handlungen vollziehen kann. Sonst geht es ja nicht. Ein Egoist ohne andere, das bringt ja überhaupt nichts. Wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, brauche ich überhaupt keine anderen. Das geht am besten alleine im Wald. Und dann bin ich aus meiner Bedürftigkeit raus und dann muss ich nicht immer zu was von anderen kriegen wollen, sondern jetzt kommt das Wunderschöne, jetzt kann ich anderen was verschenken. Völlig andere Haltung. Ja. Dann bin ich so. Ein anderes Leben, was Sie von dem Augenblick können Sie ein ganz anderes Leben führen. Sie sind jemand, der hat was zu verschenken und der muss nicht dauernd irgendwas hinterherjagen. Und lassen Sie uns mal bitte gleich nochmal zu diesem Verhältnis zu den anderen kommen, worüber ich gerne mit Ihnen heute sprechen wollte. Eine Zuschauerfrage, Sie haben schon einige indirekt beantwortet, möchte ich aber gerne nochmal nachschieben von Julian. Der hat mich unbedingt gebeten, Ihnen das mal vorzulesen. Lieber Herr Hüter, wie kann ich mich aber motivieren, etwas zu tun, was getan werden muss, auf das ich einfach keine Lust habe? Also diese berühmte Pflicht. Auch sich so ein paar andere Dinge suchen, um gut über die Zeit zu kommen, oder? Ja, das würden die meisten jetzt machen, ne? Sich ablenken oder sich dann eine Belohnung dafür geben, dass sie das geschafft haben oder sowas. Also im Grunde genommen, was er hier fragt, ist das Thema, was im Volksmund immer so heißt, der Spatz in der Hand ist uns lieber als die Taube auf dem Dach.
Es ist uns natürlich und auch dem Hirn lieber, dass so eine zunächst, also für, dass das so eine Aufgabe, die ich nicht gerne mache, dass ich die nicht mache. Also das, da wäre man ja bescheuert, wenn man das nicht zugeben würde, dass man jetzt keine Lust drauf hat. Also ich zum Beispiel bin ja auch in der DDR groß geworden, musste Russisch lernen. So. Und da habe ich natürlich jetzt auch diese Russisch Vokabeln lernen müssen jeden Tag. Man hatte da ja mehr Russisch als was anderes. Ich weiß, ich habe es auch erlebt. Eigentlich, das hat am Ende nichts geholfen. Aber immerhin, Russisch habe ich da lernen müssen, war überhaupt nicht lustig, fand ich auch nicht toll. Ich musste diese Texte übersetzen. So, und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, das konnte ich deshalb, weil ich ein höheres Anliegen hatte. Ich wollte etwas, was größer war als diese scheiß Russisch. Arbeiten und die Auseinandersetzung mit diesem Russischlehrer. Ich wollte Biologie studieren. So, und da konnte ich keine 5 in Russisch gebrauchen. Das war mir sozusagen, wenn mir etwas wichtiger ist, wo ich hin will und das aber unterwegs als Zwischenschritt nötig ist, dass ich durch ein Tal der Tränen durchmarschiere, dann mache ich das natürlich. Und dann ist es auch kein Tal der Tränen, sondern es ist etwas, was zwar schmerzhaft ist, was ich mache, aber was mich dem Ziel, wo ich hin will, näher bringt. Das ist das, wie man den Frust aushält. So, und jetzt kommen wir aber nochmal zu diesem Ziel. Und das heißt ja, wenn der jetzt Arzt geworden ist, ist das Ziel weg. Er hat das Ziel erreicht. Und das ist das Blöde am Ziel. Und deshalb nenne ich das nicht gerne Ziel, sondern was man sich nehmen oder suchen könnte, wäre nicht ein Ziel, was man tatsächlich erreicht, sondern man könnte versuchen, ein Anliegen zu verfolgen, dem man sich immer mehr annähert. Also das Ziel, ich könnte jetzt sagen, ich möchte eigentlich versuchen, immer liebevoller mit mir selbst umzugehen. Das erreiche ich nie, aber ich kann mich jeden Tag ein kleines bisschen darum bemühen. Da habe ich ganz schön zu tun. Sie sagen ja auch in einem anderen Zusammenhang, also wir müssen jetzt gerade in dieser Zeit jetzt neue, nicht Beziehungen finden, sondern eine neue Form von Begegnung zwischen uns Menschen finden. Also weg von so diesem, der andere ist ein Objekt, hin zu ehrlichen Beziehungen. Warum ist das gerade so ein wichtiges Thema für Sie? Warum muss da sich jetzt was verändern für uns? Wir haben ja im Augenblick eine weltweite Situation, wo man sagen muss, das kann so überhaupt nicht mehr weitergehen. Also jetzt habe ich gerade wieder gelesen, was da für Plastik in den Meeren herumschwimmt und dass die Korallenriffe vor Australien schon wieder eine Bleiche haben, weil das Meer zu warm wird. Und ich brauche ja nur irgendwie mal 3 Minuten Nachrichten anzugucken, da könnte ich ja verrückt werden über die Dummheit dieser Menschen. Und es ist aber nicht Dummheit, es ist ja Gier. Mhm. Es ist ja eigentlich Bedürftigkeit. Es sind so viele Menschen, die eigentlich aus Gier diese Welt ruinieren. So, und da muss man fragen, warum kommt ein Mensch auf die Idee, das, was um ihn herum ist, alles für sich benutzen zu wollen, als würde es ihm gehören? Und warum braucht er so viel und immer mehr? Mhm. Und die Antwort darauf heißt, es geht ihm nicht gut. Er ist nicht glücklich, er ist nicht zufrieden, er hat sein Leben so eingerichtet, dass er einfach nur noch im Reichtum und im Haben wollen und im Umherreisen oder im Besitztum anhäufen seinen Lebenszweck sieht. Und wenn man dann fragt, wie kann das passieren, dass ein Mensch sich sozusagen sein ganzes Leben darauf ausrichtet, irgendwie materielle Besitztümer da zusammenzuraffen, dann ist die Antwort darauf, so ist er nicht auf die Welt gekommen. Das war mal ein ganz liebevoller junger Mann oder ein kleines Baby, was eigentlich die Welt entdecken wollte, was dazugehören wollte und was jeden Tag irgendwo ein Stück über sich hinauswachsen wollte. Und das ist ihm dann verwehrt worden. Er hat seine Gestaltungsfreude nicht richtig entfalten können, weil ihm dauernd einer gesagt hat, was er zu tun und zu lassen hat. Und er hat gemerkt, dass er sich auf diejenigen, bei denen er groß geworden ist, nicht verlassen konnte, weil die nicht ehrlich waren, sondern weil die ihn ja eigentlich so ähnlich wie die Obstbauern in Südtirol da ja, an die Äpfelbäumchen, an die Drähte gebunden haben und das dann Erziehung nennen.
So, das kann nicht gut gehen. Das ist zutiefst verletzend und deshalb unterdrücken Menschen, denen das passiert, dann ihre menschlichsten Bedürfnisse. Das heißt, die wollen nicht mehr dazugehören. Die sehen nur noch zu, dass sie selbst andere unterdrücken und ihre eigenen Interessen verfolgen. Deshalb muss diese Veränderung, über die wir hier reden, die dann auch am Ende dazu führt, dass wir auf diesem Planeten überleben können, die muss dort beginnen, wo wir uns gegenseitig wie Objekte benutzen. Das müsste aufhören. So, und dann ist die richtige, ist die einzige Art, wie man als Mensch aus dieser doch sehr gewohnheitsmäßig und überall stattfindenden Art und Weise, wo wir da unsere unterschiedlichen Rollen spielen und dann eigentlich gar nicht richtig miteinander in Beziehung kommen, sondern uns gegenseitig nur über den Tisch ziehen oder ständig anderen beweisen wollen, dass wir besser sind oder mehr haben wollen. Oder so, die einzige Art, wie das geht, ist, dass man dem anderen, also dass man eine Beziehung versucht, so zu gestalten, dass daraus eine Begegnung wird. Mhm. Eine Beziehung kann ich auch zu meinem Kühlschrank haben oder zu meinem Auto. Aber begegnen kann ich ihnen nur, indem ich ihnen in die Augen schaue, indem ich sie ernst nehme, indem ich mich zeige. Und die einfachste Art, wie ich mich dem Gegenüber zeigen kann in so einer Begegnung, ist, indem ich einfach mal lächle. Und geht doch auf der Straße irgendjemand einfach mal anlächeln. So. Gesellschaftlich klingt das natürlich noch nach einem weiten Weg, ne? Aber wir können... Nee, das ist kein weiter Weg, weil man sofort anfängt, nach diesem Gespräch, wer immer das jetzt hört, ja, kann man sofort anfangen, dann sie sind ja sofort in der anderen Welt. Sie müssen doch nicht warten, bis sie sozusagen am Südpol auch endlich da angekommen sind. Ja. Nee, dort, wo sie leben, fängt das andere Leben an, nicht, wenn die ganze Welt sich verändert hat. Sie haben ja auch die Initiative Liebevoll Jetzt gegründet. Was versteckt sich dahinter? Können Sie da uns noch ein bisschen was dazu sagen? Das ist eine ganz, das gibt eine Webseite www.liebevoll.jetzt und da kann man einfach mal drauf gehen. Und dann stellt man fest, da treffen sich Leute, die das erkannt haben, dass das der Weg ist, der aus dieser ganzen Misere rausführt. Und zwar für sie selbst, aber auch für die Welt. Wenn wir anfangen könnten, liebevoll miteinander umzugehen, also erstmal, wenn ich anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen. Dann haben Sie ja schon gesagt, das ist nicht ganz so einfach, weil dann gucken andere Leute und möglicherweise halte ich es nicht durch, weil ich zu viel Widerstand bekomme oder weil zu vieles in Frage gestellt wird. Und deshalb haben wir diese Webseite gemacht. Das ist eigentlich eine Initiative der Akademie für Potenzialentfaltung, deren Vorstand ich ja bin. Und diese Initiative dient dazu, Menschen zu ermutigen, es einfach mal zu machen. Und einander auch, sich miteinander auszutauschen, wozu das dann plötzlich führt. Das sind ja zum Teil irrsinnige Prozesse, die da in Gang kommen, wenn einer anfängt, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Denn eine notwendige und zwangsläufige Folge, wenn man liebevoll zu sich selbst ist, ist, dass man liebevoll zu anderen ist. Wir wollen das immer andersrum betrachten. Wir sagen, die anderen sollen endlich mal liebevoll zu mir sein, dann bin ich auch liebevoll zu denen. Die sollen sich verändern. Das ist die Sprache eines Bedürftigen. Ja. Er möchte andere haben und möchte die benutzen und die sollen es ihm gut machen. Nee, ja, ich möchte erstmal versuchen, es anderen gut zu machen. Ich würde Sie gerne am Schluss noch fragen, was ich meine Gäste immer gerne frage, wenn Sie das in so eine Liste eintragen müssten, Professor Hüther. Und ich meine, ich weiß einiges so aus Ihrer Vita, wie mutig Sie bestimmte Schritte immer gegangen sind, aus der DDR raus, aus dem Max-Planck-Institut raus. Sie haben beruflich dann immer was verändert, wenn Sie der Meinung waren, nee, das ist jetzt nicht mehr mein Ding. Wenn Sie es als einen Eintrag machen müssten in so eine Liste, was ist Ihre persönliche Superkraft? Was Sie gut können, was Sie gut durchs Leben bringt? Bei Ihnen ganz persönlich. Das kann ich gar nicht, also doch, ich erzähle es Ihnen noch, weil es auch so lustig ist. Ich konnte mir schon als kleines Kind nicht viel merken. Okay. Also furchtbar schlechtes Erinnerungsvermögen und das hat dazu geführt, dass immer, wenn mich meine Mutter da, wie das der dort hieß, in den Konsum geschickt hat und ich sollte 3 Sachen einkaufen, dann war ich endlich im Konsum angekommen und hatte schon wieder vergessen, was ich einkaufen, dann musste ich wieder zurück und als meine Mutter das gemerkt hat, und die ist ja dann auch sehr um mich besorgt gewesen und wollte nicht, dass ich mir dann so viel Mühe mache, hat sie mir also einen Zettel mitgegeben. Und da stand immer auf dem Zettel drauf, was ich, also Butter, Mehl, Eier, Zucker. Und bin ich da hingegangen, habe den Zettel abgegeben und habe dadurch natürlich erst recht keinen Impuls gehabt, mir mal 3 Sachen zu merken.
Das ist dann in der Schule ziemlich schlimm geworden, weil da musste man sich ja so viel merken. Und dann habe ich mir eine Fähigkeit angeeignet, die mich wirklich dann offenbar bis heute durchs Leben getragen hat. Und das ist die Fähigkeit, Spickzettel zu machen. Mhm. Und das war aber nicht der Spickzettel, auf den es da ankam, sondern das war diese Fähigkeit, einen komplizierten Sachverhalt, also zum Beispiel die Photosynthese, so auf das Wesentliche herunterzubringen, dass das auf so einen kleinen Zettel passte. Und das ging nicht gleich, sondern da musste ich erstmal so einen Zettel, den musste ich erstmal so machen, dann noch so und dann den wieder so. Und dabei habe ich erstens gelernt, wie man Dinge, komplizierte Sachen sozusagen auf das Wesentliche bringt. Ja. Eine wahnsinnige Fähigkeit, die ich also nur dadurch gelernt habe, dass ich in der Schule Spickzettel gemacht habe und die bis heute die Grundlage für fast alles ist, was ich mache, weil ich finde das irrsinnig wichtig, dass man nicht sich im Detail der vielen Einzelheiten verliert, sondern dass man das immer weiß, wo das wesentlich ist. Und als Nebeneffekt ist was ganz Eigenartiges rausgekommen, wenn man so das immer wieder verdichtet und immer wieder neuen Spickzettel. Na, am Ende hatte ich so einen ganz winzigen, den konnte ich aber selber nicht mehr lesen. Aber ich hatte mir dabei beim immer wieder Übertragen des Wesentlichen, hatte ich das natürlich jetzt auch selber gelernt. Also das mit einem Spickzettel hat es angefangen, mit einem Einkaufszettel damals. Und das ist ja dann das, was Sie heute auch für die Menschen tun, in Ihren Büchern. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist immer schlimm, man möchte mit Ihnen 3 Stunden reden, weil man kommt zu einem Thema und dann könnte man schon eine Stunde drüber sprechen. Sie wollten sowieso nur eine halbe Stunde, das ist ja viel länger. Ja. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die Zuschauer wirklich auch nochmal reingucken in das Buch Lieblosigkeit macht krank oder Wege aus der Angst. Da kann man jetzt vieles dazu nochmal nachlesen und was ich toll finde, auch einen tollen Insta-Account hat Professor Hütter. Also da einfach mal drauf gucken und nächste Impulse und News verfolgen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Bleiben Sie gesund und ja, danke für Ihre Zeit. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ja, also mit diesem Mann möchte man einfach nicht aufhören zu reden, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging, liebevoller mit uns selbst umzugehen. Also wirklich nicht nur als Aktion, um unser Leben zu verbessern, sondern auch unsere Beziehung zu anderen. Und das fand ich auch so toll, wie er da gleich ganz energisch reagiert hat. Das ist keine Utopie, auch nicht für unsere Gesellschaft, was noch ein richtig weiter Weg ist, sondern wir können jetzt und hier damit anfangen. Wie ging es euch mit diesem Gespräch? Welche Bücher habt ihr vielleicht auch schon von Professor Hütter gelesen? Wie gut seid ihr schon mit diesem liebevoll mit euch selbst umgehen? Wurden eure Fragen hier ganz gut beantwortet, die ich mit ins Gespräch genommen habe? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Bitte hinterlasst sie hier direkt unter dem Video. Liked, wenn euch das Gespräch gefallen hat und guckt vor allem unbedingt auf die Webseite von Professor Hütter. Da findet ihr nicht nur aktuelle News und immer Informationen auch zu seinen nächsten Büchern, sondern auch noch zu einer nächsten spannenden Initiative, nehme ich mir gleich hier als kommendes Thema vor, Lernlust jetzt, wo mit Ortsbündnissen den Schulen so ein bisschen unter die Arme gegriffen werden soll, damit unsere Kinder einfach wieder Lust am Lernen haben und auch vor allem behalten. Nehme ich mir jetzt einfach vor, als nächste Folge. Also, habt eine gute neue Woche, abonniert, drückt die Glocke und dann sehen wir uns wieder mit dem nächsten spannenden Gast. Bis dahin, eure Peggy. Tschüss.